Kapitel 11. Sichtbar und doch verborgen. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre verrückt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Ja, das stimmt. Okay, also der Turm da hinten, ja? Da müssen wir jetzt hin. Und hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch, nehme ich mal an. Kommen wir da über die Dinger drüber? Warte mal. Achso, und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 Legacy of Thieves. Es tut mir leid, ich war irgendwie gerade so im Spiel versunken. Weil ich ja jetzt quasi durchspiele gerade. Also ich habe jetzt nur einen kleinen Cut gemacht. Wo ist der jetzt hin? Ist der nicht gerade hier runtergelaufen? Ist irgendwo hier durchgegangen? Achso. Ah, okay. Bei Plug Tail, da kann man irgendwie nicht weiter, wenn da irgendwelche Leute im Weg stehen. Aber hier kann man anscheinend zumindest... Ja, so Zeit. Stimmt aus Averys Zeit. Woher haben Sie das? Ah, mein Freund, das Stück ist einmalig. Ich gebe Ihnen Rabatt. $500. Sie machen Scherze. Ich weiß ja nicht mal, ob es echt ist. Ich kann es mir aber auch nicht angucken, oder? Ich gebe Ihnen 50. $400 und das ist echt. Ich habe noch andere Interessenten dafür. Ach, kommen Sie schon. 200, okay? Mehr habe ich nicht bei mir. Ich kann es unmöglich für weniger als 300 verkaufen. Das ist mein letztes Angebot. Okay, ich nehme es. 300. Nicht. Wirklich. Hier. Hast du gesehen? So feilscht man. Wenn du das sagst. Wenn es überhaupt echt ist, ne? Ah, Moment. Ach nee, untersuchen, da kommen wir wieder. Das ist also ein... Ach so, das war ein Schatz. Ja, das ist ja geil. Da sind sie wieder, die kleinen Viecher. Kleines Kerlchen. Sir, möchten Sie einen Apfel? Die besten auf dem Markt. Sir, hier gibt es noch andere Äpfel, aber keine besseren. Nur 1500 Ariane. Oh, schade eigentlich, dass wir dafür keine Errungenschaft bekommen haben, aber es war cool. Och, guck mal. Sally, er ist wieder da. Toll. Moment, halt. Konnte ich mit dir jetzt sprechen? Ja. Hey, weißt du was? Wenn das hier vorbei ist, kaufe ich mir einen verdammten Hund. Hey, sollten wir hier gesund rauskommen, kaufe ich dir den Hund, Mann. Darf ich ihn Victor nennen? Sicher. Okay, ich habe den Turm schon wieder ganz vergessen. Da hinten ist er, genau. Er hat recht. Das riecht gut. Ach so, mehr nicht? Okay. Oh, Achtung. So, wie kommen wir jetzt da rein? Hey, na bitte. Verschlossen. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Diskret. Das beinhaltet das Wort Schleichen schon, Sally. Oder Klettern, ne? Da komme ich nicht hoch. Komme ich auch nicht hoch? Hallo, da steht eine Bank. Der kann hier Riesensprünge hochspringen, aber die Bank kann er nicht hoch, oder was? Ach, da geht es noch mehr weiter. Noch mehr weiter. Tolles Deutsch. Ich weiß. Das Fenster da drüben ist kaputt. Hey, Sally. Ich glaube, wir kommen hier durch. Voll diskret. Alles klar da hinten? Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Ah, ich bin das von meinem Bruder gewohnt. Der hat es auch nicht so mit Schnelligkeit. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Okay. Der ist ja viel besser in Schuss als die anderen Türme. Edward Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. So, wonach suchen wir? Gute Frage. Ich würde mal behaupten, nach irgendwas, was hier das Teil öffnet, sodass wir wieder nach unten durchlaufen können, oder? Hier hinten geht's rein. Ah, da ist was. Da ist ein Schatz. Normalerweise freue ich mich über einen Schatz, aber ich dachte, das wäre jetzt irgendwas, was wir bewegen können oder so. Oh, hier geht's nochmal rein. Guten Tag, der Herr.
Aber kommen wir nicht durch, oder? Oh, doch. Ist noch so ein Kreis. Das ist aber... Ja, das stimmt. Und ich schätze, wir müssen da hochklettern, wa? Wollen wir wetten? Tierkreiszeichen. Wassermann, Skorpion. Da ist der Löwe. Und der Stier. Vier Zeichen. Und die vier Glocken da oben. Und die Dinge, die sehen aus wie Schlösser. Verstehe. Leuten wir ein paar Glocken. Also, gekommen sind sie als Skorpion, Wassermann. Das ist definitiv da oben. Das dritte habe ich vergessen und Löwe. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Achso, Löwe, Stier. Es stimmt, der Stier war das letzte. Gut, dass er es aufgeschrieben hat. Wir haben wohl den richtigen Turm. Ruf zurück. Der Empfang ist nicht so. Ah, da steht es nochmal drauf, okay. Also erstmal zum Skorpion. Wo ist denn der Skorpion? Sind hier überall die Dinge aufgegangen? Nee, nur an der einen Seite, ne? Also da wäre der Skorpion. Das heißt, da müsste ja theoretisch irgendwo was sein. Na komm, komm, zieh dich hoch. Sollst dich hochziehen? Hallo? Wie oft muss man die Taste drücken, damit er das macht? Aber gut, wenn er es dann am Ende macht, ist es okay. So. Ich bin gleich zurück. Skorpion ist in der Richtung. Die Frage ist jetzt, bringt uns das was, wenn wir da drauf springen? Können wir da durchspringen? Wahrscheinlich eher nicht. Das sieht näher aus. Wir probieren es erstmal da. Da ist ein Vorsprung. Aber kann ich da auch klettern? Das ist die Frage. Ach, da unten, glaube ich. Oh. Oh, verdammt. Hey, sieh mal, Sully. Die Uhr geht noch. Ja, ich sehe es. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. Okay. Darf ich auch was machen? Achso, jetzt geht's. Okay. Jetzt sind wir aber beim Löwen. Der Skorpion ist da. Aber es ist, glaube ich, egal, oder? Wir müssen einfach nur... Hier kommen wir noch hoch. Die Frage ist nur, da können wir ja nur dahin. Ja, an den Dingern an der Wand kann man sich nicht entlanghangeln, oder? Also normalerweise würde ich sagen, wir ziehen das runter, wenn wir da dran springen, falls wir das schaffen, ich bin mir nicht sicher, springen dann zum linken und springen dann da hoch, so als Schnelligkeitsaufgabe. Aber oh fuck, das wäre für mich, oh, ich könnte kotzen. Oh, okay, okay, okay. Nee, schnell hoch. Das war viel zu knapp. Bist du okay? Ja, komm los. Kann ich ja in den Rädern irgendwie hochklettern? Pass auf deine Finger auf, Nate. Ich will Sorgen machen. Nein, alles klar. Vertrau mir. Wo habe ich das schon mal gehört? Okay. Ist ja schon richtig geil gemacht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich meine, wird kein Schwein schaffen in der Realität, aber schon richtig geil gemacht. Okay, das ist zumindest der Richtige, den wir als erstes Skorpion haben, sehr gut. Avery war bestimmt Skorpion. Okay, das war echt laut. Hey Nate, die hat funktioniert.
Das Skorpionschloss ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten. Wassermann war der nächste, ne? Ja, Wassermann. Wo ist der denn? Da hinten ist der Stier. Hier ist eine Treppe. Moment, da unten ist der Löwe. Ach, da ist der Wassermann. Kann ich da nicht einfach rüberspringen? Geht wahrscheinlich nicht, oder? Sonst hätten sie nicht die Dinger hier reingemacht. Okay. Durchweg nette Menschen. Denk dran, Ohren zu halten. So, dann kam, glaube ich, Löwe und Stier. Wenn ich mich nicht irre. Genau, Löwe als drittes. Den hatte ich doch da eben, glaube ich, gesehen, oder? Da ist der Löwe. Oh, ich verstehe. Kann ich hier... Ach so. Ja, komm. Kommst du da nicht hoch? Hä? Das Problem ist, ich sehe auch unter mir nichts. Ob ich mich da jetzt fallen lassen kann? Ich muss an diesem Gewicht hochfahren. Wieso müssen wir jetzt am Gewicht hoch? Das kommt doch gar nicht mehr runter. Okay. Okay. Löwe? Löwe. Löwe. Ich hatte mal was mit einer lieber Löwe. Ich brauche Ohrstöpsel. Löwe ist offen. Okay, nur noch eine. Und der Stier ist jetzt da oben, ne? Wenn ich das richtig sehe. Also das heißt, wir müssen wieder nach oben. Okay. Bin aber auch, glaube ich, nicht direkt runter. Geht auch nicht. Ich könnte dahin springen. Das ja. Aber ich komme dann von da aus wahrscheinlich nirgendwo anders hin. Es sei denn, dass ich dann da oben das Ding benutzen kann. Aber ich denke, das ist einfach zu hoch. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt hier links irgendwie da hinkommen, wo wir eben waren. Ja. Moment, da können wir auch hoch. Da können wir nicht mehr hoch. Okay. Wo komme ich denn da jetzt nicht mehr hoch? Ach so, weil das nicht so ein Ding dran hat. Dann links ist auch wieder so ein Ding, aber bis dahin kann ich nicht springen. Kann ich auch nichts werfen. Der Löwe war dann quasi direkt hinter uns. Ich drücke zwar jetzt mal den Hinweis. Nutzen Sie das Pendel? Achso, nicht. Achso, Löwe. Ja, das ist der Löwe, genau. Wie das Pendel. Komme ich doch gar nicht hin. Ich komme da nicht hoch an diesen Ding. Also,
Ich habe auch schon gedacht, dass das irgendwas mit dem Pendel zu tun hat. Oder wir müssen wirklich den passenden Moment erreichen. Es könnte natürlich auch sein, dass wir in einer gewissen... Ach nee, das geht ja gar nicht. Wir kommen ja gar nicht da hoch. Wie soll man denn an das Pendel rankommen? Ja, back mal eben mit dem... Mit dem Dings da drin. Kein Thema. Komme ich da hoch? Das könnte vielleicht sein. Na, okay. Okay. Ja, kann ich verstehen. Gut, das funktioniert offenbar nicht. Dann versuchen wir mal ein bisschen höher erstmal zu gehen. Ach, da komme ich rum. Okay. Okay, alles klar. Hey Sally, was von Sam gehört? Ach, nee. Naja, dem geht's bestimmt gut. Vielleicht ist bloß ein Akku leer. Ich hoffe. Danke. Echt jetzt? Moment, das gucken wir uns jetzt auch mal eben an. Nee, andersrum. Ach so. Was hat der denn gemacht? Hat den Kleinen da dran gehangen? Soll der Kleine das jetzt machen oder soll ich das machen? Das ist ja cool. Okay. Ich muss so... Ach so, da oben ist auch noch was. Ah, okay. Da können wir hoch. Okay. Schnell weiter. Nach dem Motto, wir wissen nicht, ob das... Oh, ob das lange hält. Oh. Das hat Spaß gemacht. Ja, ich hasse solche Kommentare von wegen schnell weiter. Oh, da kommen wir jetzt... Achso, doch. Hier kann ich an der Uhr drehen. Achso, okay. Und jetzt? Wow, tolles Panorama. Ja, tolles Panorama. Die Frage ist, warum sind wir jetzt hier draußen? Ups. Moment, da oben können wir theoretisch hoch, aber wir müssen wahrscheinlich unten rum, ne? Ja, sieht gut aus. Muss das verlängern, kann das sein? Nee, okay, es geht doch so. Okay. Die Frage ist nur, wo müssen wir jetzt hin? Wir wollen ja eigentlich zu der Glocke ganz oben hin, ne? Ich komme nicht nach... Achso, aber ich komme nach oben. Ah. Okay. Tomb Raider-mäßig schaffen wir auch das. So, die Frage, wie wir jetzt weiterkommen. Rechts, links können wir. Ach so, wir können einfach reinspazieren. Okay. Okay, Sally, geschafft. Das wird... Verstehe kein Wort.
Sorry, der Griff ist abgebrochen. Ja, ich verstehe kein Wort, aber ich denke, wir müssen das dann wohl manuell machen. Okay, los geht's. Sally? Heilige Scheiße. Wo bist du? Verdammt nochmal. Hey, Sally. Oh, Scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht es natürlich auch. Alles okay? Keine Ahnung. Bei dir? Taub. Ich habe meine Pistole natürlich wieder verloren. Mal sehen, was Avery für uns bereithält. Okay, ich glaube, die Folge nennen wir dann mal Wir zerstören den Glockenturm. Ja. Hey, schau, die Münze. Willst du sie? Ja, warum nicht? Mal sehen, was da unten ist. Mit etwas Glück, Haufen von Gold und Juwelen. Ich hätte es gesagt, hey, schau mal, die Münze hat's überlebt. Ich habe meinen Turm durchsucht, nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Na komm. Gut. Das heißt, es könnte sein, so laut den üblichen Drehbuchverdächtigen, dass er uns dann aus einer brenzlichen Lage noch befreien muss? Setz dich jetzt mal einfach so in den Raum rein. Sally, bin ja weit voraus. Cool. Wow. Hey, seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas Two, echte Komplizen. Okay, da können wir was machen. Jetzt schauen wir uns aber noch mal kurz im Raum um. Ob hier nicht noch irgendwo was liegt. Wir haben nämlich schon lange keinen Schatz mehr gehabt. Ja, ich weiß, ich weiß. Gut, wir sollen ja jetzt eigentlich einen großen Schatz kriegen, ne? Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Wir haben diese Sternmuster. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Oh. Okay. Okay. Sollen wir nachsehen? Das sind doch die Symbole der Türme, ne? Nur den linken haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Adam Baldridge, Anne Bonnie und Christopher Condent. Willst du mich jetzt verarschen? Das sind aber keine Symbole. Keine Ahnung, soll man da irgendwas mit machen? Moment. Da sind so Pfeilsymbole dran, oder? Die würden passen, aber die passen wahrscheinlich alle, oder? Die würden aber auch passen, ja. Ich habe keine Ahnung. Es gibt so viele Kombinationen. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt.
Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. Ich hoffe, dass wir da die Antwort finden. Hey, auf dieses ich hatte Rätsel. Recht. Baldridge, Bonnie und Condent. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Nicht schlecht. Hey, sieh mal die Sterne. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Das heißt, der muss so rum. Ah, dann macht er das automatisch. Okay. Ach ja, Condent nannte man ein. Hier ist noch so ein Sternenmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles. Jetzt kann man das nicht mehr hören. Mist, ich habe so schnell geguckt. Bonnie war ein Rotschopf. Ja. Na. Okay. Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Ja, und das ist das, was ich jetzt so irritierend fand. Moment, das sind drei. Ja, weglegen. Das rechte. Achso, muss ich erst nehmen, okay. So rum. So rum. Also die rechten zwei nach rechts und das linke nach links. Also links, links und die anderen beiden nach rechts herum. So, das bleibt jetzt einfach da drin. Ich dachte, der muss jetzt irgendwie, er muss jetzt sagen, ja, das passt oder so. Offenbar nicht. Links, rechts, rechts. Machen wir das doch mal. Links haben wir schon. Rechts, rechts. Wer waren diese Typen? Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Einen Bruder? Ich texte es. Nee, doch nicht. Doch. So. Okay, aber theoretisch müssten wir jetzt hier die Antwort selber finden, oder? Das sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternenmuster. Okay, ich meine ja nur. Hey, Sully, hilf mir mal. Na klar. Danke. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Okay, wir fangen mal links an. Oh, sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. William Mays. Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas Two. Na da. Nein, das war doch gerade so ein Viereck, oder nicht? Mm-mm. Also ich finde, das ist dieses Viereck hier unten. Das hätten wir. Wieso hat der das denn nicht von rechts aus angenommen? Oh, ernsthaft? Da sagt er gar nichts so? Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Bücher, Globus, dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Hey, Richard Wand. Er war der Kapitän der Dolphin. Herrn Baldridge hat die beste Perücke gewettet. Hat er das jetzt angenommen? Aha. Ja, hat er nicht. Toll.
So. Wo haben wir denn hier? Nicht im Dunkeln da, oder? Hm. Na. Im Schritt? Na, da. Also hier ist, wenn ich das jetzt richtig sehe, gar nichts drin. Könnten wir höchstens mal ausprobieren, was dann das Letzte ist. Der hat das andere jetzt aber notiert, ja? Ach so. Ach ja. Das ist dann der in der Mitte, der aber alles verbinden muss. Das ist schlecht. Also entweder stehe ich hier jetzt auf dem Schlauch. Na da. Kann ich den nicht anrufen? Na da. So. Hä? Ach, da unten. Nein. Das war doch nicht die ganze Zeit da drin, oder? Jetzt, wo ich draufgeklickt habe, habe ich es gesehen. Aber ganz ehrlich, das muss ich mir mal im Repeat angucken. Ich habe keine Ahnung. So, ach so, ich sollte vielleicht vorher mal ausprobieren, ne? Wir haben 4, haben wir da, Theo. Nee, nein. Ach. Nein! Oh. Silke, drück doch mal die richtigen Tasten, ganz ehrlich. So. Ja, ich will immer noch das Objekt untersuchen. Kann ich das jetzt auch endlich mal? So, 4. Das würde passen. Dann müsste ich zwangsläufig links aber die 3 außen haben. Und die habe ich nicht. Gucken wir mal eben. Wir haben... ich würde sagen, entweder die 3. Nein. Oh. Geh doch mal da rein. So, entweder die 3 oder die 4. Die könnten wir theoretischerweise auch nehmen. So. So. Dann hätten wir die 2 außen. Die haben wir hier. Nee, Moment, das sind 3. Das wären dann 2 oben, einer unten. Das könnte hinhauen. Das sieht eigentlich gut aus, oder? Weiß ich gar nicht, warum das jetzt richtig gewesen ist. Ich glaube, die Hände waren unten, oder? Das heißt, links, der weiße Delfin links, der Zacken zeigt nach links und die Hände nach unten. Weißer Delfin links, Zacken zeigt nach links und die Hände nach unten. So, weißer Delfin links, Zacken zeigt nach links und die Hände zeigen nach unten. Ja. So. Jetzt noch eine Drittstufe. Das war klar. Okay. Und wen haben wir hier? Weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Genau. Ah, natürlich. Mist, was ist hier passiert? Okay, da ist wohl eine Fackel runtergefallen. Komm, mal sehen, was übrig ist. Ich erkenne den Kerl nicht. Viel jünger als die anderen Piraten. Das ist natürlich scheiße. Wahrscheinlich können wir hier... Kein Name. Seine Aufmachung wirkt maurisch. Wahrscheinlich müssen wir bei dem raten, nehme ich mal an, und die 2 können wir zusammenstellen. Ihr seht Al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Also haben die Mogule nicht Avery ausgeraubt. Ganoven-Ehre. Was das wirklich gibt. Edward England. Kräftiger kleiner Kerl. Ja, aber ich sehe was. Nummer 1. Okay, zumindest eine Sache. Und jetzt, wo ich den gesehen habe. Hallo? Hä? Wieso kann ich hier nichts mehr machen? Ich sehe das doch da unten. Oh, Sam hat geantwortet. Ah. Von links nach rechts. Sam weiß also auch nicht alles. Das Affensiegel habe ich noch nie gesehen. Ja, ich weiß.
Sehen wir uns die Gemälde an. So, darf ich jetzt endlich. Ich hab's doch schon gefunden. So. Hallo. Mal zwei. Die Frage wird jetzt nur sein... Oh, Moment. Ach, oder muss ich die mal erst aussprechen lassen und dann zeigt er die Dinger an. Weil das war definitiv nicht da oben. Och, Alter, geh mir mal aus dem Weg hier. Aber du hast nicht. Doch, du hast auch was. Und vier. Okay. Okay, ich habe die Namen von zwei von ihnen. Wir sollten das trotzdem lösen können. 4, 3. Wenn wir das nach links drehen. Und den hier unten hinlegen. Und nach rechts drehen. Passt das nicht ganz zusammen. Oh. Passen die zwei denn zusammen? Moment. Okay, die würden zusammenpassen. Aber die sind... da habe ich nichts, was so weit auseinander ist. Oh, ich kriege schon wieder die Krise bei sowas. Okay. Das passt nicht, nehme ich an. Legen wir das mal so hin. Dann so. Okay, das heißt, ich müsste hier 4 hintereinander haben. Die habe ich auch wieder nicht. Ach, leckt mich doch alle hier. Die 4 passen aber doch auch nicht zusammen. Das sind doch die einzigen, die jetzt passen würden. Hä? Also links passt und rechts passt, aber es passt halt in der Mitte nicht. Das ist das Problem. Und links haben wir das Problem, dass diese Hügel, diese 4, in unterschiedlichen Breiten auseinander sind. Das heißt, das kann schon mal nicht sein. Das heißt, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich das legen kann. Aber es passt nicht mit dem Rechten. Ich verstehe es irgendwie nicht. Und rechts hätte ich theoretisch den Tiger. Der würde passen mit dem Linken. Aber dann passt es, also ich kann die ja nicht drehen, das ist das Problem. Die würden theoretisch auch passen, glaube ich. Wenn wir die jetzt alle einmal drehen, das Problem ist, dann würden die 3 passen, aber das linke nicht mehr. Moment. Das einmal drehen. Ach nee, das passte ja nicht. Das, wie gesagt, das Einzige, wo das jetzt hier passt, ist tatsächlich diese Seite hier. Sind die denn auch in der Reihenfolge da drin? Das ist jetzt die Frage. Da gucke ich jetzt nochmal nach. Also, wir haben hier Waage, Schlange, Löwe, keine Ahnung, Tiger auf jeden Fall auf der rechten Seite und irgendwie so ein komischer Fregel. Tiger auf der rechten Seite, ja. Nein, ach. Das ist das, was er vorher angemalt hat, ne? Ja. Ich könnte... Ach so! Ich bin auch blöd. Ich kann die beiden doch vertauschen, weil wir doch nicht wissen, wer wer ist. Ah! Nein, ist das euer Ernst? Ah! So, da muss ich jetzt nochmal gucken. Dann könnten wir den theoretischerweise umdrehen. Nein. Ach. Ja, falsche Taste, ich weiß. So, den könnte man theoretischerweise umdrehen. Da bräuchten wir dieses Dreier.
Dann passt das auch mit dem Vierer. Ah. Kleingameplayerin braucht immer mal wieder ein bisschen länger. Also die Waage auf dem Kopf, dann linksrum nach unten und rechtsrum. Auf dem Kopf, linksrum nach unten und rechtsrum. So, auf dem Kopf, linksrum nach unten und rechtsrum. Was haben wir hier? Ich weiß noch nicht genau. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich meine ja nur. Okay, einmal. Einmal noch, genau. Zweimal. Und das letzte. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Hörst du? Das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Voila. Okay, das sind wohl Fassadwinde. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ja. Ich schätze, wir packen mal wieder unsere Taschen, Kumpel. Was? Rodeus Quod Licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht. Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst nein, du? Nein, warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow, Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeit. So verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Rodeus Quod Licentia. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe gerade noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Shit. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam. Für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Ray weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam? Sam! Verdammt. Hey. Ich kauf dir ein neues.